herzlich willkommen zurück zu MXGP 2019 hier in Martelly Basin. Oh je, bisschen spät gestartet, bisschen zu sehr auf den Namen konzentriert. Ich weiß es auch nicht, ob ich ihn ganz richtig ausgesprochen habe, aber ist ja hoffentlich nicht ganz so schlimm, falls er doch ein bisschen falsch ausgesprochen wurde. Deshalb ein bisschen den Start ganz leicht verkackt, ne? Es geht einigermaßen. Ich bin mal sehr gespannt, was war das war hier draußen. Dachte ich, bin noch innerhalb der Strecke gewesen. Da bin ich doch vielleicht ein bisschen außerhalb von den weißen Faschen gewesen. Keine Ahnung. Aber ich bin heute sehr gespannt hier auf der Strecke. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte ein bisschen Probleme auf der Strecke, so gesehen. Also, ich war ja 15. im Qualifying. Naja. Schlechtes Mittelfeld, hinteres Mittelfeld kann man sozusagen dazu sagen. Und bin mal gespannt, wie es hier im Rennen abläuft. Es sind hier ein paar sehr interessante Kurven mit dabei, wo man sagen muss, wir fahren natürlich ja jetzt durch die 450 Kubik ein bisschen schneller. Das heißt, wir haben auch schon gute Geschwindigkeiten auf den Geraden und dann kommen manchmal doch ein paar enge Kurven, die aber nach zum Ende hin sich doch nochmal so ein bisschen sehr in die Länge ziehen. Oder hier zum Beispiel auch was Enges, wo ich dann doch manchmal viel rumrutsche, wo dann mich doch die Gegner dann eher so überholen können leichter. Ich habe so das Gefühl, keine Ahnung, je nachdem wie ich in die Kurve reinfahre, ich fange ziemlich schnell an zu rutschen. Und die anderen, die rutschen da irgendwie nicht und kommen da irgendwie viel schneller durch. Ich meine, wenn ich rutsche, dann bin ich ja theoretisch zu schnell, verstehe ich ja. Wenn ich dann aber trotzdem weiterfahre und der Gegner mich trotzdem überholt, aber komplett nicht rutscht, habe ich irgendwie das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Keine Ahnung. Ein bisschen aufpassen, wobei eigentlich sieht es jetzt hier doch ganz gut aus. Platz 2 gerade, kann man echt nicht meckern. Durch die Kurven bin ich jetzt auch einigermaßen gekommen, aber jetzt zum Beispiel hier bei dieser langgezogenen. Okay, im Qualifying war es ein bisschen schlechter, da habe ich versucht ein bisschen schneller zu sein. Ich war das Hinterrad dann halt direkt weg und ja, bin dann auch so sehr weit nach außen gerutscht, was halt nach außen ein bisschen dazu kommt, was ein bisschen schlecht natürlich war. Aber es geht eigentlich einigermaßen. Bis auf Platz 1. Er hat dann doch noch so ein bisschen Abstand. Hier muss ein bisschen aufpassen. Hier kommt so ganz leichter Sprung in der Kurve drin. Dann geht es trotzdem hier noch schön bergab. Und dann kommt eine sehr enge Kurve. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu schnell ist. Vor allem wegen dem Bergab, dem Stück. Und dann natürlich bergab noch bremsen. Das ist ja auch natürlich noch mal ein bisschen längerer Bremsweg dadurch. Da vorne, der macht aber hier ein gutes Tempo vor. Ui, naja, verdammt. Es war eigentlich nicht so gewollt. Also, wie ich weiß ja, dass ich dafür bestraft werde oder zurückgesetzt werde und das mich Zeit kostet mit Abkürzen. War doch ein bisschen zu früh rein. Ich wollte es jetzt schon schön eng nehmen, aber nicht so eng wie gerade eben. Ja, und vorher hatte ich noch einen ganz guten Abstand, selbst nach dem Zurücksetzen. Jetzt ist aber doch noch ein Stück weg. Hinter mir ist auch ein bisschen Platz. Hier zum Beispiel die langgezogene. Sobald man da so einigermaßen gut ins Rutschen kommt, ist es halt richtig schwer, wenn man so extrem viel Zeit verliert. Wenn man Gas gibt, rutscht man noch mehr. Wenn man bremst, wird man langsamer. Ist natürlich auch so. Klar, wenn man bremst, kriegt man dann wieder mehr Grip, aber wiederum ist halt natürlich kacke für die Geschwindigkeit und so auch für die Zeiten und für die Gegner. Guck mal hier, ich gebe hier kaum Gas. Lassen sogar auch noch schön rollen, drückt mich aber immer weiter raus. Deshalb Platz 1 hier, schon durch die nächste Kurve durch. Hinter mir schon wieder sehr nah rangekommen. Viele Sekunden. Das ist schon viel. Das muss man sagen. Der war aber der war ein bisschen früh angesetzt. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Hab gedacht so, hey, okay, cool, aber da war dann doch ein bisschen früh. Ich glaube, das kostet gerade mehr Zeit. Ich glaube, wenn, dann sollte ich es machen, wenn ich ein bisschen Vorsprung zu Platz 3 habe. Und vor allem mein Rückstand zu 1 wird dann halt dadurch auch noch größer. Und natürlich gar nicht so gut. Sturz oder so von dem Vordermann wäre jetzt geil, aber der kann ja jetzt natürlich schön gediegen. Was mache ich zur Hölle?
Ich kann auch noch länger liegen bleiben. Ganz interessant, wenn ich dann so abkürze, dann wurde ich so schnell zurückgesetzt, aber bei dem Crash. Oh Mann. Ich habe gedacht, es reicht, ne? Ich habe schön dagegen gelenkt und habe gedacht, so, hey, okay, das wird knapp, aber es reicht. Aber es hat doch nicht gereicht. Sieht aber noch einigermaßen gut aus hier. Ja, Platz 3. Ja, ich bin immer noch 4. Gibt's ja gar nicht. Okay, er will doch kämpfen. Oder auch doch nicht. Ich stehe Platz 2. Ja, jetzt halt auch wieder ein bisschen weg. Fahren wir hier rum. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Ich bin immer außen rum wegen dem Sprung, dass ich den Sprung vermeiden kann. Aber im Qualifying hat man es eben auch gesehen. Da scheint er über den Sprung, der war schneller als ich. Ich meine, jetzt hier im Rennen weiß noch nie so direkt so neben mir einer, aber Qualifying war einer halt direkt auf meiner Höhe. Aber jetzt muss ich hier um 2 kämpfen. Der Einser, der ist, ich glaube, über alle Berge. Da hinten. Ja, okay. Klar, okay, sehen kann man, aber ist schon ein Stück. Vor allem, wenn man hier so ganz außen rumfährt. Ich weiß nicht, die Kurve ist wirklich schwierig. Zumindest mal für mich. Wobei der hier gerade auch voll außen gefahren ist, kann es sein. Ja, vor dem KTM-Schild habe ich auch so ein bisschen Respekt. Bin ich im Qualifying auch fast dagegen gefahren, es war sehr knapp. Aber es hat gerade noch so gereicht. Oh, ich habe schon gedacht, hier kommt ein Crash oder so. Dachte, es ist vielleicht der Platz 1er, aber nee. Es war Platz 1er, ja, aber kein Crash. Ja, guck mal, der 2er? Gefühlsmäßig holt er auf 1 auf, kann es sein? Wenn ich so ein bisschen dran bleibe, ja, okay, das ist jetzt schon ein bisschen Abstand, aber wenn ich so ein bisschen am 2er dran bleibe. Aber wir haben halt eh nur noch 2 Runden. Könnte das auch vielleicht schon noch was werden, ich weiß nicht. Wir schauen mal. Oh, der 2er ist halt auch schon wieder weit weg. Eigentlich so weit wie der 1er vorhin, als ich Platz 2 war. Aber wenn der Abstand gleich bleibt und der jetzt den 1er einholt, wenn die vielleicht ein bisschen kämpfen, ein bisschen Zeit verlieren, dann ziehe ich an beiden vorbei. Aber ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, dass man so ein bisschen im Auge behalten sollte. Ui, okay, das hat gezählt. Ich war nicht zu weit draußen. Was? Macht er hier? Okay. Ah, Landung nicht so schön. Aber ich komme wieder ran. Komm wieder ran. Gut aufgekommen. Einmal hier entlang. Einmal da entlang. Weiß ich, es bleibt immer so ein bisschen gleich. Und manchmal habe ich, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich komme doch wieder ein bisschen näher ran, aber dann so zwischenzeitlich bin ich dann wieder weiter weg. Sehr schwierig zum Einschätzen. Oh, hier ein bisschen viel Gas. Hier letzte Runde begonnen. 2,3 Sekunden. Das hat schon, ja, schon viel eigentlich von der Zeit. Können wir vielleicht vorstellen. Also wenn ich jetzt keinen groben Fehler mache oder so, könnte ich eigentlich fast schon wetten, das bleibt so. Also hier mit Platz 1, 2, 3. Was hinter mir so geschieht, keine Ahnung. Hier, Alter, in der Kurve. So schön rangekommen eigentlich. Ja, wenn man so 2 Kurven sind, dann kann ich ihn vielleicht fast überholen. War ich so fast schon hier halb die Kurve durch. Da hat hier mein Vordermann erst raus beschleunigt. Jetzt könnte was werden. Oh, okay, Crash ist natürlich auch ein bisschen blöd. Hat er natürlich den Vorteil, dass er besser innen reinkommt. Wobei. Ah, okay. Ja, Hinterrad ein bisschen durchgedreht. Sonst hätte ich vielleicht doch ein bisschen innen durchziehen können, aber
nicht so gut geklappt. Er war früh auf dem Boden, konnte früher beschleunigen. Alter, aber dass ich doch noch mal so schön rankomme und vielleicht sogar die Chance habe, ja, jetzt bin ich halt zu weit innen rein. Doch besser rausbeschleunigen können. Das ist halt manchmal so, manchmal fährt man halt natürlich ganz anders in die Kurve rein wie der Gegner und überholt ihn dadurch, aber halt zum Kurvenausgang hin hat man dann halt den schlechteren Punkt, schlechter zu beschleunigen und alles drum und dran, und dann überholt dich der Gegner halt sofort wieder beim Kurvenausgang raus und auf die nächste Gerade dann. Wenn man halt einfach mega in die Kurve rein schießt und dadurch auch ein bisschen mehr bremsen muss, aber hat ja doch funktioniert. Alter. Es ist mit dem Crash nicht gewesen, wer? Dann hätte es vielleicht sogar geklappt. Dann wäre ich Platz 2 geblieben und dieses schöne Überholmanöver oder dieses Aufholen hätte auf Platz 1 gehen können. Eigentlich schon. Wow. War schon wieder hier gegen das Monster Energy Schild hin. Ja. Platz 2, aber Platz 2 heißt noch. Also, ist noch alles easy drin, so gesehen. So, Leute, Concentration. Concentration. Manchmal bewegt sich die Kamera, die zoomt so rein, manchmal zoomt sie aber raus. Das irritiert mich, da will ich mich irgendwie so ein bisschen. Der Start war halt mal wieder kacke. Ich will mich da irgendwie auf irgendeinen Punkt fokussieren, wo ich dann sehe, ey, wann kommt der Gate Drop? Und wenn er so ein bisschen reingezoomt hat, dann will ich mir da so einen Punkt suchen oder irgendwie so. Wenn ich jetzt merke, so, hey, die hat es schon genug reingezoomt. Aber manchmal zoomt sie raus. Und manchmal zoomt sie gar nicht. Sehr seltsam. Deshalb, ich weiß nicht, dieses Gate-Drop-Ding, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so auch so ein bisschen Zufall oder einfach ein bisschen Glückssache. Weiß nicht, oder irgendwie Zeiten runterzählen, aber irgendwie habe ich da manchmal auch das Gefühl, dass es nicht ganz passt. Oder vielleicht kann ich auch nicht zählen. Was zur Hölle? Also mein Bike. Wie so ein Helikopterpropeller fährt es da so weiter oder dreht sich so weiter. Okay, ja, blöd gestürzt, aber ja, ich finde es auch, ich fühle mich jetzt noch gar nicht so unter Druck, Leute. Also klar, wir haben jetzt kein Red Plate, wir hatten eigentlich in der MX2, ich sag mal so nach 5, 6, 7 Rennen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, hatten wir eigentlich die Red Plate und seitdem immer und 100 Punkte Vorsprung dann auch irgendwann. Und da war das ja alles ziemlich easy. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht Platz 1, aber also in der Meisterschaft, ich meine, okay, eh das zweite Rennen. Und deshalb sage ich mal, wir haben 18 Renn-Grand Prix. Und ich wollte jetzt mal sagen, ich habe da so keinen Druck bis jetzt. Ich meine, klar, ich bin jetzt nicht auf 1, aber gut, ich habe ja noch 16 Rennen vor mir. Plus halt jetzt das hier. Und deshalb fühle ich mich hier noch gar nicht unter Druck. Und wir müssen hier auf dem. Nein, okay, es hat nicht zurückgesetzt. Und wir müssen hier auf der Strecke auch gar kein Achievement machen. Also, wir haben in der MX2 hier gewonnen. Das ist natürlich auch ganz gut. Das heißt, da habe ich jetzt auch gar kein Problem. Wobei jetzt Platz 9 eigentlich doch ein bisschen schade ist. Sind wir jetzt ja im ersten Rennen, sind wir schön vorne in der Top 3 mitgefahren. Ich glaube, in der ersten Runde, keine Ahnung, nach dem Holstadt waren wir, glaube ich, 5. oder so. Sind wir dann in der ersten Runde auf Platz 2 gekommen und dann halt, ja okay, mit dem Sturz dann halt einmal 3 und dann wieder zurück auf 2, aber hier Platz 9. Nein, ich habe jetzt kein großes Problem bis jetzt. Wir haben noch genug Rennen und genug Punkte zum Sammeln, aber Platz 9 jetzt so für das, wie wir hier gefahren sind im ersten Rennen, finde ich dann doch ein bisschen schade. Kämpft ihr gerade wirklich um Platz 8? Gibt's ja gar nicht. Mach aber selber auch so ein paar Fehler. Mal überlegt, wo ich Platz 3 war und auf 2 überholt habe. Bin ich richtig gut gefahren. So eine Zeit lang zumindest mal. Und hier jetzt gerade. Weiß nicht. Oh, weißt du, dann drückt er mich so raus. Weißt du, wenn wir ein bisschen weiter innen fahren, dann kommt er dir entgegen und drückt dich noch weiter raus. Also. Das war total unnötig, Mr. Nagel. Oh, jetzt aber hier. Gibt's ja gar nicht. Ich hab's gar nicht so. Hab ich gerade gar nicht so drauf gefasst gemacht, den zu holen. Aber, okay.
wenn er dann doch überholt werden will, dann soll er überholt werden. Ganz einfach. Guck mal hier, die zwei, die knüllen auch schon die ganze Zeit. Kämpfen ja so ein bisschen. Jetzt mal gucken, ob wir sich da so eine Lücke bekommen. Nicht, dass ich da mit in diesen Kampf rein gerate. Alter, da vorne. Also, natürlich auch noch überlegt. Oh, oh, den Eier hat's gestürzt. Oh, zum Glück war da noch ein Ghost-Modus drin. Hui. Hab schon gedacht, so, reicht das, reicht das, reicht das? Hab schon halb gedacht, ich fahre so direkt in ihn rein. Direkt kurz bevor mein Vorderrad an sein Hinterrad kommt, dass der Ghost-Modus beendet wird. Aber es hat noch gereicht. Okay, ein Platz geschenkt, aber wenn man so die anderen anschaut. Wenn ich jetzt mir überlege, wie Platz 1 den Vorsprung im ersten Rennen hatte, ob ich die da überhaupt einholen kann. Da habe ich jetzt noch hier zwei Kollegen vor mir und dann ist erstmal so ein Riesenloch. Drei Runden. Come on. Boah, doch ein bisschen weit rausgekommen. Wie ich es im ersten Rennen gesagt habe, so ein bisschen Probleme gehabt. Wegen Bremsweg bergab. Mann, lass mich mal hier vorbei. Dankeschön. Oh, wie können wir den hier? So, die Zeit ist auch vorbei. Alter, manchmal komme ich hier voll raus. Jetzt kommt ja schon wieder von hinten angeflogen. Schaut klar. Sechs, naja. Eigentlich auch noch nicht so ganz zufrieden. Wow! Upsi. Das war nicht so geplant. Also manchmal habe ich ja auch eine total falsche Geschwindigkeit. Deshalb komme ich da bei dieses Waschbrett auch extrem scheiße rüber. Das ist nicht toll, Leute. Gleich noch zwei Runden. Kann mal so ein bisschen schauen, wo Platz 1 ist. Müsste doch jetzt so langsam kommen, oder? Alter, das geht eigentlich. Jetzt hier. Bei 2.06, was fahre ich von der Runde? 2.011, ja, so 5 Sekunden. Ja, 5 Sekunden ist schon einiges. Und so heißt es vielleicht auch jetzt hier nicht die perfekte Zeitrechnung. So 5 bis 6 Sekunden irgendwie in die Richtung. Und ich komme hier gerade nicht weiter. Ich bleibe so ein bisschen auf einem Fleck. So, hier war jetzt auch wieder ein bisschen schlecht rausbeschleunigt. Alter, Platz 5 muss schon noch drin sein. Weiß nicht, wegen Platz 4. Ich meine, wenn man da so ein bisschen hinschaut, sind die natürlich auch noch einiges weg. Okay, oh, er kommt weit raus. Sehr schön. Hat jetzt aber halt eigentlich die bessere Ausgangsposition. Hier drückt es mich eh wieder weit raus. Ja, aber es geht. Es geht, Leute. Es geht. Das ist halt so eine mega Lücke hier. Nein, wenn es gut läuft, könnte ich vielleicht so in 1,5 bis 2 Runden das schon aufholen, aber bis dahin. Ach komm, Mann. Bis dahin ist halt das Rennen schon wieder vorbei. Oh, jetzt habe ich so gekämpft um den Platz 5er. Aber irgendwie ist ich gerade selber voll langsam. Auch wo es mich zurückgesetzt hat, irgendwie war es ein bisschen blöd und ja. Ganz blöd positioniert und dann auch die Kurve ganz scheiße gefahren. Aber der ist mir nicht davon gefahren. Ui, das geht hier ab. Jetzt plötzlich nicht hier außerhalb der
Strecke. So, komm mal, also am Platz 5 sind wir dran. Das sollte gehen. Oh ja, jetzt ruckt er mich hier raus. Oh, das ist halt mies. Ja, okay, hier bei der Kurve überholt. Dann habe ich hier immer so ein bisschen die Bange, dass ich da ein bisschen falsch fahre oder halt auch extrem viel rutsch. In einer gewissen Hinsicht finde ich das ja cool, aber nicht so cool, wenn dann die Gegner halt dadurch Zeit gewinnen. Oh, Platz 4, 3,6. Hä? Schon nicht gerade Platz 1. Ah, okay, ich spiele hier dieses zweite Rennen. Da passt das mit den Zeiten auch nicht immer so ganz. Ich weiß nicht, was es 3,6 war. Ist es schon auf meinem Vordermann? Ich weiß es gar nicht. Bin mir schon ein bisschen unsicher, aber 3,6 auf 1 wäre eigentlich fast schon ein bisschen wenig. Und 3,6 auf mein Vordermann sieht fast schon ein bisschen viel aus. Ich weiß es nicht. Bin verwirrt, Leute. Ah, der hinter mir, der bleibt schon schön dicht dran. Ah, so ein bisschen aufpassen. Also hier die Kurve. Aber, oh, es geht eigentlich einigermaßen. Ich glaube, das war meine schnellste Geschwindigkeit hier über das Waschbrett. Jetzt fahre ich hier wieder kacke. Immer so ein bisschen Blick auf die Minimap, was das Pünktchen hinter mir macht. Es geht bis jetzt noch einigermaßen. Oh nein. Es kommt näher ran. Oje, oje, oje. 1,4. Hä? Niemals. Mal, ich habe eher noch Zeit verloren. Also, dass ich schlechter geworden bin. Und vor allem hier, guck mal, der ist ja auf Platz 1. Der seltsam. Also das mit den Zeiten verstehe ich nicht so ganz. Das ist schon, ich glaube, ein Fehler. Gerade immer bei den zweiten Rennen. Ja, 2 und 5 ergibt am Ende eine 3. Wobei wir Punkte gleich mit dem 4er sind, so gesehen. Haben aber halt, ich mal, durch den 22er. Ich weiß es nicht, ob das jetzt, ob es da jetzt eine Regel gibt, ob das Spiel jetzt den Spieler bevorzugt oder es einfach mich nimmt, weil ich eben einmal 22 hatte und er nur 20 als höchste Punktzahl. Naja. Leider ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so traurig. Darum. Wieder ein Bronzeplättchen. Ja, lauter KTM-Leute hier sogar auf dem Podium. Insgesamt Platz 3, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, Punkte technisch 2 Punkte auf Platz 2, 5 Punkte auf Platz 1, da ist alles drin, Leute. Weil wie das aussieht. Okay, nach dem zweiten Grand Prix kann man jetzt nicht viel sagen, aber Platz 1 und der hat keinen Sieg gemacht. Das sieht schon seltsam aus. Ja, ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part dann hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.